Hin und wieder hacken die klügsten Köpfe der kriminellen Welt geniale Pläne aus, um ihre Freiheit zurückzubekommen. Aber hierbei handelt es sich um Alcatraz, San Franciscos berüchtigtes Gefängnis, eines, das unüberwindbar schien. Vor einigen Jahren tauchte jedoch ein Brief auf von jemandem, der behauptet, erfolgreich aus dem Gefängnis entkommen zu sein. Kann das stimmen? Lass uns in die Bucht von San Francisco eintauchen und versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Alcatraz war von 1934 bis 1963 in Betrieb. Während dieser Zeit war es das Zuhause einiger der berüchtigsten Kriminellen der amerikanischen Geschichte. Zu den Insassen gehörte zum Beispiel George Machine Gun Kelly. Es war als Gefängnis für die lästigsten Häftlinge Amerikas gedacht, da die bewaffneten Wachen, die in den Stahltürmen standen, ein unüberwindbares Hindernis darstellten, das eine Flucht scheinbar unmöglich machte. Selbst wenn es ein Häftling aus dem Gebäude herausgeschafft hat, muss er dann irgendwie den Weg über die natürliche eiskalte Umgebung der San Francisco Bay finden. In der Bucht gab es Gerüchte über Strömungen, die stark genug waren, um selbst die stärksten Schwimmer in Sekundenschnelle zu ertränken, ganz zu schweige von den großen weißen Haien. Wenn man dies in Betracht zieht, kann man sich vorstellen, dass die Polizei von San Francisco überrascht war, als sie 2013 einen Brief erhielt, in dem behauptet wurde, er stamme von einem Ausbrecher aus Alcatraz. Aber wie konnte jemand aus Alcatraz entkommen, um unterm Leben bleiben, um die Geschichte zu erzählen? Lass uns eine kleine Zeitreise unternehmen. 1962 planten vier Männer die Flucht aus Alcatraz. Der Drahtzieher hinter diesem Plan war Frank Lee Morris. Als Berufsverbrecher wurde Morris im Alter von 13 Jahren für sein erstes Verbrechen verurteilt, noch bevor er alt genug war, um Zigaretten zu kaufen. Er war für alles verhaftet worden, von Drogenbesitz bis hin zu bewaffnetem Raubüberfall. Aber trotz seines unruhigen Lebens war Frank hochintelligent und erzielte bei einem im Gefängnis durchgeführten IQ-Test 133 Punkte. Leider setzte er seinen hohen IQ fast ausschließlich für kriminelle Machenschaften ein. Das machte ihn zu einem Albtraum für Gefängniswärter. In den späten 1950er Jahren kam er aus dem Gefängnis in Louisiana und versuchte sich der Verbüßung einer 10-jährigen Haftstrafe wegen Bankraubes zu entziehen. Als er 1960 wieder gefasst wurde, wurde er direkt nach Alcatraz geschickt. Seinen Plan, dem Gefängnis zu entkommen, hackte er aber nicht allein aus. Die Ausbrecher Nummer 2 und 3 waren Brüder und kriminelle Partner. John und Clarence Anglin aus Georgia. Als die Brüder in ihren 20er waren, verließen sie ihre Arbeit als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und begannen Banken auszurauben. Sie waren zunächst erfolgreich, aber als Kriminelle hatten sie ihre Macken. Die Brüder behaupteten, dass die einzige Waffe, die sie jemals benutzten, eine Spielzeugpistole war, da ihnen der Gedanke missfiel, bei ihren Raubüberfällen jemanden körperlich zu verletzen. Doch trotz der Spielzeugpistole, mit der sie bei ihrem letzten Raubüberfall gefunden wurden, erhielten sie 20 Jahre Haft. Nachdem die Polizei sie festgenommen hatte, unternahmen sie wiederholte Fluchtversuche aus einer Einrichtung in Atlanta, bevor die Wachen ihre Spindeleien überdrüssig wurden und sie nach Alcatraz schickten. Der letzte Komplize, Alan West, kam wegen Autodiebstahls ins Gefängnis und wurde nach einem erfolglosen Fluchtversuch ebenfalls nach Alcatraz geschickt. Zum Zeitpunkt seiner Verlegung war er 28 Jahre alt, hatte aber nur einen Abschluss der 8. Klasse. Dies könnte die unglückliche Sache erklären, die ihm später in dieser Geschichte passierte. Bleibt also dran, um den entscheidenden Fehler von West herauszufinden. Diese vier Gefangenen waren Zellennachbarn und nachdem sie sich kennengelernt hatten, arbeiteten sie im Lauf von 6 Monaten an einem Fluchtplan. Jeder von ihnen baut in mühevoller Kleinarbeit und nach die Lüftungstüren in ihren Zellen aus. Hier blühte die Cleverness von Franklin Morris erst richtig auf. Unter seiner Anleitung hackten und bohrten sie mit ausrangierten Sägeblättern aus den Werkstätten des Gefängnisses, mit aus der Kantine gestohlenen Löffeln und mit einer aus einem Staubsaugermotor gefertigten elektrischen Bohrmaschine. Sie verbargen ihren Fortschritt vor den neugierigen Augen der Wachen, indem sie die Luke mit Pappe bedeckten, die so bemalt war, dass sie den Wänden ähnelte. Der Lärm, der ihre Arbeit verursachte, wurde durch die tägliche Musikstunde überdeckt. Etwas, das die Mitarbeiter von Alcatraz eingeführt hatten, um zu versuchen, die Dinge weniger düster zu machen. Als die Löcher groß genug waren, um durch sie hindurchzukriechen, begannen die vier Männer jede Nacht auf das leere oberste Stockwerk des Zellenblocks zu schlüpfen. Dort bauten sie heimlich an einem 6x14 Fuß großen Floß. Schrottholz würde ihnen als einzige Möglichkeit dienen, gegen die starken Strömungen der Bucht zu steuern. Die Wachen hatten nie gemerkt, dass die Männer nicht jede Nacht in ihren Betten lagen, dank der Kunstköpfe, die sie anfertigen und auf ihren Kissen liegen ließen. Sie fertigten sie aus einer Mischung aus Seife, Zahnpasta, Betonstaub und Toilettenpapier an. Sie malten sogar Gesichter an und klebten Haare aus dem Friseurladen auf.
Ihr Plan war es, zum Land zu paddeln, wo sie ein Auto stehlen und in die Freiheit fahren würden. Irgendwann kam der große Tag und die Nacht brach an. Und jeder Mann schlängelte sich zum Dach. Alle bis auf einen. Unglücklicherweise für Ellen West hatte er Zement verwendet, um seine Belüftungstür an Ort und Stelle zu halten, damit die Wachen nicht merken, dass er sie entfernt hatte. Leider war der Zement zum Zeitpunkt der Flucht ausgehärtet. Als er ihn entfernte, war es zu spät. Morris und die Engelbrüder hatten keine andere Wahl, als ohne ihn zu gehen. Die Entflohenen nahmen ihre Ausrüstung mit, kletterten ein Entlüftungsrohr hinunter auf den Boden und kletterten dann über ein paar 2 Meter hohe Stacheldrahtzäune. Schließlich erreichten sie das Ufer an einem Ort, der ein toter Winkel für alle Suchscheinwerfer und Schützentürme war. Sie benutzten eine bloße Ziehharmonika, eine Art Miniaturakkordeon als Blasebalg, bliesen das Floß auf und setzten die Segel in die ungewisse Nacht. Obwohl er nicht entkommen ist, ist es Ellen zu verdanken, dass wir so viel darüber wissen, wie die 3 Gefangenen ausbrechen konnten. Aber haben sie die Jungfernfahrt des Floßes überlebt? Sehen wir uns einmal die Beweise an. 2013, 51 Jahre nachdem Morrison und Englin die Flucht gewagt hatten, erhielt die Polizei einen Brief von jemandem, der behauptete, John Englin zu sein. Der Verfasser gab die Flucht zu und behauptete, dass er das letzte überlebende Mitglied des Trios sei und dass er an Krebs sterben würde. Angesichts seines scheinbar bevorstehenden Ablebens bot der Schriftsteller der Polizei einen Deal an. Er würde sich stellen, wenn sie ihm eine medizinische Behandlung und weniger als 1 Jahr Gefängnis versprächen. Aber war dieser außergewöhnliche Brief wirklich von John Englin? 2013 wäre er 83 Jahre alt geworden. Es ist also durchaus möglich, dass er noch am Leben gewesen wäre, vorausgesetzt, er hätte die Reise über die Bucht im Jahr 1962 überlebt. Der Brief wurde sorgfältig auf Fingerabdrücke und DNA untersucht und die Handschrift wurde fachmännisch analysiert, aber die Ergebnisse waren ohne Gewissheit nicht schlüssig. Wie dem auch sei. Die Herkunft des Briefes mag zunächst zweifelhaft erscheinen, aber es gibt überzeugende Gründe für die Annahme, dass das Trio es lebend von der Insel geschafft hat, was dem Brief wiederum Glaubwürdigkeit verleihen könnte. Obwohl das FBI 1979 offiziell zu dem Schluss kam, dass die 3 Männer nach ihrer Flucht 1962 ertrunken sind, wurden ihre Leichen nie gefunden. Und nicht alle waren davon überzeugt. Der US Marshal Service zum Beispiel führt den Fall bis heute als offen auf. In seinem Kommentar zu dem Fall stellte ein US Marshal fest, dass die Leichen von 2 von 3 Menschen, die in der Bucht von San Francisco vermisst werden, schließlich geborgen werden. Da keiner der 3 Flüchtlinge jemals offiziell tot oder auf eine andere Weise aufgefunden wurde, kann dies die Behauptungen über eine erfolgreiche Flucht statistisch untermauern. Darüber hinaus berichtete ein Polizeibeamter in der Nacht des Ausbruchs, dass in der Nähe von Alcatraz um 1 Uhr morgens ein Boot gesehen wurde. Dies deckt sich mit der Flucht, die wahrscheinlich mehrere Stunden dauerte und gegen 22 Uhr begann. Abgesehen davon, so einige Theoretiker, hatte das Trio eine Art Hilfe von außen. In der Tat würde ein solcher Gefängnisausbruch auch eine sorgfältige Planung erfordern. Erscheint das wirklich so unmöglich, nachdem die Flucht unter der Leitung des demonstrativ begabten Frank Morris vollzogen wurde? Was vielen damals unmöglich erschien, war der Gedanke, Alcatraz auf dem Wasser zu entkommen. Später jedoch im selben Jahr wie der Gefängnisausbruch des Trios erschütterte ein anderer Insasse namens Jean-Paul Scott den Ruf der Bay. Scott schwamm erfolgreich von Alcatraz zu einem Punkt unterhalb der Golden Gate Bridge. Er wurde halbtot durch Unterkühlung gefangen genommen, aber es bewies, dass eine Flucht über das Wasser tatsächlich möglich war. Außerdem benutzte Scott nur einige Schwimmflüge, die er sich durch Aufblasen von Gummihandschuhen angefertigt hatte. Morris und die Englin-Brüder hatten ein Floß. Hinzu kommt, dass Amateursportler heutzutage die ganze Zeit nur zum Spaß in der Bucht schwimmen. Die Unüberquerbarkeit der Bucht mag in der Tat eher ein Mythos der Panikmacher als ein wirklich unüberwindbares Hindernis gewesen sein. Aber die Beweise gehen noch tiefer. Im Laufe der Jahre gab es viele Berichte über die Sichtung der Flüchtlinge. Mitte der 60er Jahre waren die Gerüchte über Clarence Englin, der in Brasilien leben sollte, so verbreitet, dass das FBI 1967 sogar Agenten dorthin schickte, um zu versuchen, ihn zu finden. Jemand, der behauptete, ein ehemaliger Klassenkamerad von Frank Morris zu sein, erzählte der Polizei, dass er ihm in Maryland begegnet sei und dass er nun einen Schnurrbart trage. Darüber hinaus haben Familienmitglieder der Englin-Brüder berichtet, im Laufe der Jahre unzählige unsignierte Postkarten erhalten zu haben, die anscheinend von ihnen stammten. Die Mutter erhielt sogar bis zu ihrem Tod 1973 jeden Muttertag Blumen aus einer anonymen Quelle. Und 2 große, seltsam aussehende Frauen, die schwer geschminkt waren, sollen an ihrer Beerdigung teilgenommen haben. Als ihr Vater starb, tauchten 2 mysteriöse Männer mit großem Bart bei der Beerdigung zu Hause auf, weinten vor dem Sarg und gingen dann weg.
Könnte es sich dabei um die komischen Verkleidungen zweier Meister der Flucht gehandelt haben? Jahre später, 1989, gab es Berichte, dass sich das Trio in Florida aufhielt. Eine Frau rief die Hotline für ungelöste Fälle an und sagte, sie habe ein Bild von Clarence Anglin als einen Mann erkannt, der auf einer Farm in der Nähe ihres Hauses lebte. Eine andere Frau berichtete ebenfalls, ihn in derselben Gegend gesehen zu haben. Als ein dritter Zeuge eine Skizze von Frank Morris identifizierte und sagte, sie habe einen ihm ähnelnden Mann in genau derselben Gegend Floridas gesehen, erreichten die Beweise einen neuen Höhepunkt. Könnten diese Zeugen nicht nur einen Streich gespielt haben? Laut der Polizei handelte es sich um verschwörungsanfällige Personen, die einfach nur das sahen, was sie sehen wollten. Oder hatte das Trio wirklich ihre gefährliche Floßfahrt überlebt und war nach Florida geflüchtet? Die Zuverlässigkeit dieser Berichte ist zweifellos fragwürdig, aber die Beweise reichen weiter als persönliche Geschichten. Der wohl stärkste Beweis für eine erfolgreiche Flucht ist jeder Hinweis für eine Vertuschung durch das FBI. Das FBI hatte zum Zeitpunkt der Flucht und in den Jahrzehnten danach behauptet, dass nie ein Beweis für eine erfolgreiche Flucht entdeckt worden sei. Es gab, so behaupteten sie, weder Beweise für ein Floß oder eine Fahrt ans Ufer, noch für irgendwelche Autodiebstähle, um eine Flucht zu ermöglichen. Doch trotz offizieller Erklärung im Jahr 1962 wurde später enthüllt, dass am Tag nach der Flucht auf der Engelsinsel nördlich von Alcatraz Beweise für ein selbstgebautes Floß und Paddel gefunden wurden. Nicht nur das. Kurz nach der Flucht wurde von drei Männern ein blauer Chevrolet gestohlen. Die Entscheidung, diese Beweise bis Anfang 2000 zurückzuhalten, scheint darauf hinzudeuten, dass diese Informationen jahrzehntelang zurückgehalten werden sollten. Wenn in dem Fall nichts mehr dran war und die Männer ertrunken sind, wie das FBI behauptet hat, ist das sicherlich verdächtig. Aber es gibt ein letztes Beweisstück, das von manchen als Beweis für eine erfolgreiche Flucht genommen wurde. Ein Foto aus dem Jahr 1975, auf dem angeblich beide Englin-Brüder zu sehen sind. Das Foto wurde der Familie Englin in den 90er Jahren von einem alten Freund der Familie gegeben, der behauptete, den Brüdern in den 70er Jahren begegnet zu sein. Das Bild wurde vor kurzem von einem Gesichtserkennungsanalytiker untersucht, der zu dem Schluss kam, dass es sich bei den gezeigten Männern tatsächlich um die Brüder handeln könnte. Wenn sie wirklich auf dem Foto sind, dann war ihre Flucht ein Erfolg. Und was die Beweise für eine Vertuschung und zahllose gemeldete Sichtungen und Kontakte mit den Englin-Brüdern belegen, ist ein Geständnisbrief auf dem Sterbebett also jenseits aller Möglichkeiten? Ich schätze, die Beurteilung liegt nun bei dir. Die große Frage ist, glaubst du, dass dieser mysteriöse Brief von John Englin kam? Oder bestehen noch immer Zweifel, ob das Trio es jemals sicher an Land geschafft hat? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen.